informieren Sie sich über das Thema Körperverletzung sowie mögliche körperliche und psychische Folgen. Oft kann Gewalt zu körperlichen und seelischen Schädigungen des betroffenen Menschen führen. Das kann in vielen Situationen passieren. Häufig geschieht es aber im sozialen Nahbereich. In dem Fall spricht man von häuslicher Gewalt. Es gibt natürlich viele Auslöser. Besonders Alkohol gilt als häufiger Faktor bei einer Eskalation. Hier ist Aufklärung extrem wichtig. Körperverletzungsdelikte haben im Allgemeinen eine hohe Aufklärungsquote. Man kann wohl davon ausgehen, dass viele der Taten gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche bringen es nicht zur Anzeige. Von den Opfern werden Gewalterfahrungen häufig als schlimme Eingriffe in die Persönlichkeit erfahren. Ängste und sogar traumatische Beeinträchtigungen können die Folge sein. Deshalb ist eine ärztliche Betreuung und Erstversorgung zu empfehlen. Lassen Sie sich helfen.